Hallo und herzlich willkommen zurück beim Prison Architect. Und wir machen einfach gleich weiter hier. Geschwindigkeit, los geht's. Ja, sehr schön, das Lager ist fertig. Da bringen sie jetzt alles rein, was rumliegt. Und die Wäscherei wird auch gleich fertig. Das gefällt mir sehr gut. Dann müssen die ihre müffenden Sachen nicht mehr tragen. So, momentan ist noch Schlafenszeit. Wir haben 5 Uhr morgens. Ich guck mal eben in den Tagesplan. Freizeit um 7. Hygiene, Training, Familie, Erholung. Freiheit. Ich finde, sie haben ziemlich viel Freiheit. Oder gibt es ja einen Punkt, der Freiheit heißt? Nein, aber es gibt Freizeit. Ja gut, dass sie nicht ganz so viel Freiheit haben. Das erklärt sich ja eigentlich von selbst. Also ich meine, sie sind ja nicht ohne Grund hier im Knast. Das sind ja alles böse Buben sozusagen, die ziemlich viel Mist gemacht haben. Sonst wären sie nicht hier gelandet. So, dann brauche ich hier einmal Strom. Und Wasser. Wie komme ich denn hier an Wasser? Ja, das lege ich einfach hier drüber. So. Ach so, war das jetzt Wasser? Ja, sehr schön. So, die Köche sind auf jeden Fall fleißig am Köcheln. Wie das Köche halt so tun sollten. Weise 3 Gefangene der Wäscherei zu. Genau, das ging hier unten mit Logistik. Maximal Jobs 9. Weise Nummer 3 zu. Weise 3 Gefangene der Küche zu. Weise 3 Gefangene der Putzkammer zu. Zack. Obwohl ich nicht weiß, ob das hier wirklich schlau ist. Weil hier steht extra benötigt Kücheneinweisung. So, hier sind auf jeden Fall genug Speisen für alle Gefangenen da. Acht Speisen, 10 Speisen und 9 Speisen und sie haben viel zu viel. Und nochmal 10. Und der kocht sogar noch weiter. Und der auch. Na gut. Noch schlafen sie. Vielleicht sollte ich sie morgens erst essen lassen und dann duschen gehen. Weil Essen ist sehr, sehr... Obwohl Hygiene ist auch sehr... Vielleicht sollte ich morgens gleich duschen. Duschen... Essen. Freizeit. Ach so, jetzt muss ich ja auch noch Arbeit mit einbinden. Arbeit. Dann machen wir hier mal Arbeit draus. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aufgang. Freizeit. 2, 3, 4, 5, 6 Stunden Arbeit. Jeder normale Mensch arbeitet, also heutzutage arbeitet 8 Stunden. Dann mache ich das andersrum. So, und hier kommt der Hofgang dazwischen. Ich denke, das ist in Ordnung. So, um 8 gibt es Essen. Wir haben schon alles fertig. Na toll, in einer Stunde ist doch kalt. So, was stimmt hier mit dem Wasser nicht? Versorgung. Ach, das ist Strom. Na toll. So. Und die habe ich eben gesehen. Ach, die haben Wasser. Okay, sehr schön. Das hätte ich auch mit kleinen. Ja, macht nichts. Ist okay. Hier gibt es also auch noch eine Kamera. Okay. Überwachungssystem. Logikgatter.
doch dann später irgendwie Schaltungen bauen. Vielleicht für bestimmte Bereiche, wenn man dann Schwerverbrecher hat und die sanfteren in Anführungsstrichen. So, genau, was ich gerne noch hätte, ist, dass hier einer stationiert ist. Dass die hier keinen Unfug treiben. Oh, jetzt steigt das wieder. Warum? Jetzt sollten sie erst duschen. Warum wurde der jetzt in Fesseln gelegt? Fehlverhalten, Gefangenenangriffen, Personalangriffen. Okay. Naja, Hauptsache wir kriegen erstmal 10 neue dazu. Hilfe. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wo die doch eh gerade alle schon so angepisst sind. Ah, Besucher. Freundin, Mutter, Vater. Sind alle sehr, sehr aufgewühlt hier. Also richtig stehen tut er nicht, was sein Problem ist, oder? Oder sehe ich das noch nicht? Bedürfnis, Essen. Ja gut, das tut er ja gerade. Ach, muss ich das mal einen weiterziehen hier? Kleines Rohr. So. Oder ist alles, was da steht, ein Bedürfnis? Das, was grün ist, ist befriedigt? Oder wie läuft das? So, wann dürfen die denn mit den Gefangenen reden in der Freizeit? Um 9? Vielleicht? Boah, die müssen erstmal alle untersucht werden hier. Die wollen alle was reinspucken. Dabei sind das alles die Low. Boah, er ist voll gestresst hier. Alles eigentlich die grauen Prisoner, also die mit einer kleinen Gefahrenstufe sozusagen. Jetzt stehen sie erstmal hier alle nackt rum. So arbeitet denn hier jetzt schon wer? Logistik. Ich weiß mal jeweils 6 zu. Ich glaube, das passt. So, ich habe außerdem 1 zu viel. Hoho. Na gut, ich würde sagen, wir legen einfach mal gleich weiter los hier und machen hier Zellenblock B sozusagen. Und ich gucke nochmal in den Subventionen, was es noch so gibt an Aufgaben. Ich mache die mal wieder auf 0. So. 0 von 14. Irgendwie sind meine Wachen alle unterwegs. Na gut. Und Bedürfnisse, Hygiene. Warum gehen die nicht einmal duschen?
trainiert. Arbeitet, okay. Regelwerk. Genau, Subvention. Bildungsreform. Schalte Ausbildung frei, errichte einen Klassenraum, platziere 20 Pulte, habe 15 bestandene Grundbildungsprogramme und habe 15 bestandene Allgemeinbildungsprogramme. Okay. Gefängnisproduktion. Einige Banker wollen die Profitabilität deines Gefängnisses erhöhen und sind dafür sogar bereit, in deine Haftanstalt zu investieren, um Werkstätten zu bauen und deine Gefangenen in eine Arbeitsmacht zu verwandeln. Produziere 30 Nummernschilder. Okay, mal gucken. Ernährungsforschung an Gefangenen. Eine unabhängige Forschungsgruppe bietet dir eine finanzielle Spritze an, um an einem Test teilzunehmen, welcher die Essgewohnheit bei Gefangenen untersucht. Serviere ein einziges schlechtes Mahl für 2 Tage. Was? Serviere 3 gute Mahlzeiten für 2 Tage. Ich würde sagen, das machen wir ein bisschen später. Momentan sind ja eh schon alle aggro, wenn ich denen jetzt auch noch schlechtes Essen gebe. Zahle einiges an Geld an Anlagenfonds, welche dir zu einem späteren Zeitpunkt einen größeren auszahlen wird. 11.000. Ja, komm, machen wir. Haben wir momentan. Okay, gut. Produziere 30 Nummernschilder. Ich guck mal nochmal in die Räume. Was könnte das denn sein? Ach, hier gibt's auch richtig eine Bücherei. Dein Gefängnis wird etliche Kisten gefüllt mit ausgedienten und benutzten Büchern aus dem ganzen Land geliefert bekommen. Deine Insassen werden die einzelnen Bücher wohl selber in die Regale räumen müssen. Minimale Größe 5x5, Innenleben, Bücherregal, Bibliothekarspult. Kann ich das hier einfach mit 5x5 ist natürlich riesig, ne? Vielleicht kann ich das hier in die Ecke machen. 5x5. Bücherregal und Bibliothekarspult. Okay, dann würde ich die alle einmal nochmal umsortieren. Oh, demontieren, demontieren. Demontieren, demontieren. Demontieren, demontieren, demontieren. Das heißt, die konnten die vorher noch gar nicht benutzen, oder wie verstehe ich das jetzt? Na gut. Wir machen immer noch gut Plus. Das ist in Ordnung so. So, jetzt arbeiten hier welche in der Wäscherei. Kann ich den einmal hier hingehen lassen? Jawohl, das geht. Oder ist die Stationierung dann weg? Nee, ah, okay, dann kommt jemand Neues. Oh, die Waschmaschine ist in Betrieb. Sehr cool. Ach ja, das freut mich ja, wenn es funktioniert. Dann haben die endlich auch saubere Klamotten. Vielleicht macht es die ein bisschen weniger aggressiv. Das ist ja hier irgendwie schon ein bisschen, ja, kritisch. Ah, okay, der Raum ist fertig. So, habe ich das mit dem Klon schon erforscht? Ja, habe ich. Geil. Klon. Geht das jetzt? Ach, das wollte ich gar nicht machen. Wie kann ich das denn jetzt klonen? Ach, das ist ja ein winziges Feld. Klonen. Naja, die Mauer brauche ich nicht. Verdammt. Nein. So, von hier. Warte. Wie kann ich das denn jetzt wieder abwählen? Ah, okay, einfach.
Puh. So ist das dann richtig. Ich glaube schon. Und dann brauche ich hier noch das Duschzeug. So, zack. Ach, sehr, sehr geil. Das ist auf jeden Fall eine Hilfe. Dann braucht man nicht alles einzeln setzen, sondern kann einfach so da, 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 da. Ach, hier vorne die Zelle habe ich gar nicht. Ah. Warte mal, warte mal, warte mal. Räume, Zelle. Habe ich gar nicht zugewiesen. Ja, dann kann das natürlich nicht funktionieren. So, alle anderen habe ich aber. So, jetzt ziehen die da innerhalb von ein paar Sekunden, ziehen die da das Zeug hoch. Das ist ja Hammer. Die Tür mache ich mal eben offen. So, Bücherei, genau. Da war ja was. Ein Büchereipult. Pult. Bibliothekarspult, da ist es. So, irgendwie kann ich hier gar nicht den Raum unterscheiden. Gehört das jetzt noch zur Bücherei? Ich glaube schon, ne? Ja, das kommt ja einfach an die Wand. Shopshelf. Ach, wie cool. Und dann hatte ich hier irgendwo noch die Sessel, Sofas, da sind sie. Die müssen ja eigentlich nicht wirklich rankommen, ne? Wenn ich das so mache, müsste das eigentlich okay sein. So, warum haben die Bücherregale noch nicht abgebaut? So, Wasser brauchen die natürlich auch noch. Dann verlege ich hier einfach einmal ein großes Rohr. Bis hier sollte eigentlich reichen. Und zu den Toiletten immer kleine Rohre. Also ein bisschen Handarbeit muss man dann auch noch betreiben. Das kommt gleich nach oben in die Dusche. So. Hier wieder so ein Ding ins Kask. Oh nein. Dann hätte
hätte ich da aber gerne wieder die Wand. Ziegelmauer. Dorthin. Ja, alles andere wird hier von alleine hochgezogen. Ha, wie geil. So muss es. So, und hier kann ich jetzt die Bücherregale noch hinstellen. Bücherregal, 3 Stück. Perfekt. Ich hätte eigentlich sogar gerne 4, so, zack. Bücherregal, sehr schön. Dann passt das, würde ich sagen, dann passt das. Dann weise ich eben die Zelle auch noch zu. Räume. Oh, ne? Zelle. So. Die bauen schon ein bisschen durcheinander, ne? Sie machen nicht erst eine Zelle fertig. Da haben sie eine Tür in der Luft gebaut. Haben die Außenwand noch gar nicht fertig. Die ist schon soweit fertig. Na gut. Passt schon, würde ich sagen. Passt schon. So, die sind immer noch alle irgendwie angepisst. Hm. 16 Gefangene haben ernsthafte Beschwerden. Aber warum? Ich sollte hier eigentlich auch immer 2 haben. Wenn die Hofgang haben. Ja. Obwohl ja automatisch gerade 3 sind. Stationiert. Müde. Hm. So, jetzt gehen sie zur Arbeit. Zumindest die Arbeit haben. Ach Mensch. Manche lernen auch einfach nicht dazu. Kidnapping. 2-mal hintereinander. Mann, 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 ey. So. Ich hatte erforscht, genau, die Zwangsarbeit. Das heißt, wir können jetzt auch noch eine Baumschule, okay. Ein Postraum. Ach, wie schön. Eine Werkstatt bauen. Ich würde gerne eine Werkstatt bauen. Also ich würde hier eigentlich immer so die Gefangenenflügel immer einfach weiterbauen. Und eine Werkstatt. Wo würde denn die gut hinpassen? Also ich denke, ich verschiebe mal. Obwohl, eine Werkstatt muss eigentlich hier nicht vorne am Eingang sein. Die kann auch ein bisschen weiter hinten sein. Und zwar. Eine Werkstatt. Ja, komm, was soll's. Die kommt einfach hier hinten hin. Ja, ich denke, das ist okay. So. Dann kommt hier eine Tür hinein. Eine Tür. Eine normale Tür. Vor diese normale Tür kommt ein Metalldetektor, würde ich sagen. Metalldetektor. Wo bist du? Da ist er. Damit die da ja nichts mit rausschubeln können. So, jetzt haben natürlich gerade die Arbeiter hier gut zu tun.
Ich kann den Raum ja schon mal zuweisen. Und zwar eine Werkstatt soll dahin. So, was brauche ich denn dafür? Eine Tischsäge, eine Hydraulikpresse und ein Tisch. Okay. Tischsäge, Hydraulikpresse und ein Tisch. Also hier haben wir erstmal einen Tisch. Gleich am Anfang. Ich schätze mal, da kommen die Arbeitsmaterialien drauf. Tischsäge und Hydraulikpresse. Tischsäge. Ach, die kann man gar nicht drehen. Oh nein. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt hier eine Wand mit Hydraulikpresse machen und eine mit Tischsägen. Aber die kann man gar nicht drehen. Na gut. Dann mache ich da zwei Tischsägen und zwei Hydraulikpressen hin. Kann ich gar nicht. Was? Warum nicht? Weil der Baum da steht wahrscheinlich. Ja, okay. So, die Arbeiter haben hier natürlich noch gerade gut zu tun. Mit dem Verlegen. Obwohl, ach, sie sind auch schon gut fertig. Also, die Richtung stimmt schon mal. Freizeit. Bücherregal. Ich hab doch Bücherregal. Hä? Fehlgeschlagen. Bücherei-Regal. Warum? Einrichtung. Das sind doch hier die. Oder sind das andere? Andere Regale. Ach, die haben eigene Regale. Verdammt. Demontieren. Regal. Bücherei-Regal. Ach, das sind so riesige. Okay. Demontiere ich die noch mal. Ach, verdammt. Ja, komm, alles noch mal weg hier. Das ist doch alles. Okay, Büchereiregal. Wo waren der jetzt? Büchereiregal. Okay. Gut. Dann halt ein Bücherei-Regal. Hier machen wir noch Stuhl hin. Und hier brauchen wir noch Stroh. So, ich denke, das ist in Ordnung. Automatisches Speichern. Dann haben die da hinten auch Strom. Dann würde ich hier auch gerne wieder zwei Wachen stationieren. Ach, ich kann jetzt auch Wachen auf Streife schicken. Und würde auf jeden Fall auch nochmal zwei dazu holen. So, wir können mittlerweile 48 Gefangene aufnehmen. Das heißt, wir nehmen am nächsten Tag wieder welche dazu.
Wir haben momentan 29. Das heißt 20 Stück. Ja, nee, machen wir mal genau 19. Ich denke, das ist okay. So, die sind immer noch aggro. Haben ernsthafte Beschwerden. Sollte man den Raum vielleicht nicht zuweisen, bevor man nicht das Grundgerüst fertig gebaut hat? Irgendwie habe ich so den Eindruck. Oder zumindest schon mal keine Gegenstände reinstellen oder so. Ich mach den mal nochmal weg, ne? Hier die Tischsägen. Hydraulikpresse. Und den Tisch auch. Meine Arbeiter wuscheln immer noch hier oben rum. Ich guck mal nochmal in die Versorgung. Okay, sind noch nicht alle Rohre fertig. Das wird aber nicht mehr lange dauern, denke ich. Bin nicht mal gespannt, ob die den Strom da reinbauen können. Aber es müsste eigentlich von der Seite ganz gut gehen. Ah, okay, da kommen sie auch schon mit den Kabeltrommeln. Ja, das sieht doch gut aus. Oder auch nicht. Geht er jetzt hin? Ach so, er holt wieder ein neues Kabel von der Kabeltrommel. Er geht einfach mal durch die Wand. Sehr schön. So, dann sollten die auf jeden Fall auch gleich Strom haben da oben. Und dann können die auch mal hier unten mit der Werkstatt anfangen. No, 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 no. Was gibt's denn für Beschwerden? Was haben die denn? Also ich weiß ja nicht so genau, duschen können sie doch in ihrer Freizeit. Trainieren können sie in der Freizeit. Ihre Familie können sie jetzt auch sehen. Und Erholung haben sie eigentlich mit dem Raum auch. Dann mache ich die Bücherei nochmal. Baue ich die nochmal aus. Und zwar, ach, es gibt auch ein Radio. Ach, wie cool. Kann ich das traden? Ja, machen wir einfach hier ein Radio hin. Passt schon. Radio. Bücherei. Bücherei-Regal. Dann bauen wir hier noch eins hin. Da gibt es halt doch keinen Sitzplatz in der Bücherei. Oder soll ich das hier hinbauen? Ah, das finde ich fast noch besser. Dann kommt das hier demontiert. Ein Messer. Wo hat er das denn her? Warte mal, ich kann auch jetzt gucken hier mit Schmuggel. Waffen. Information. Geheime Information. Du hast keine aktenkundige GIs. Rekrutierte Gefangene in einer Zwangslage, zum Beispiel in Einzelwahrung. Gangs. Okay, keine Info. Letzten 7 Tage. Genau, wo kommt dieses Messer hierher? Aus der Küche. Wie kann das sein?
Es wurde hier 38 Mal entdeckt. Und dann wurde es erst gefunden hier oben. Okay. Tabletten hat er auch noch gehabt. Drogen. Von draußen reingeschmuggelt, auch über die Küche. Mann, Mann, Mann. Du willst wohl noch nicht entlassen werden, oder? Habe ich so den Eindruck? Gefangener. Abregung 20 Minuten. Zustand unterdrückt. Ja, kein Wunder. Fluchtversuch, Zerstörung, Waffenbesitz, Drogenbesitz, Waffenbesitz. Was geht mit dem? Paul Smith. Gross in the Kempsey schon wieder. Was auch immer das heißt. Mit 30 Jahren. Hat er schon 8 Jahre abgesessen und nochmal 2 Jahre, also ein Drittel seines Lebens hat er im Gefängnis verbracht, ey. Wahnsinn. Ah, na gut, hier bauen sie erstmal. Haben sie das jetzt hier gemacht oder eher nicht so? Bauen Ziegel. Ach, die Lichter kann man auch abschalten, das ist automatisch, dass die automatisch gesetzt werden. Okay. So, dann haben wir gleich auch eine Werkstatt. Dann können wir die Gefangenen noch ein bisschen arbeiten lassen. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann haben die was zu tun. Und es bringt Kohle rein. Ach, okay, hier oben brauchen wir noch Versorgung. Brauchen wir noch Strom. Ich ziehe das einfach mal hier weiter, ne? So, sollte das passen. Er hat das Licht immer aus hier. Warum auch immer. Versorgung nochmal. Hier sollte ich dann vielleicht auch einmal ein großes Rohr. So, und dann brauche ich eine Werkstatt. Tisch, Hydraulikpresse und Tisch. Na bitte. Da haben wir den Tisch. Der kommt wieder hier oben hin. Die Hydraulikpresse. Obwohl, kann ich nicht auch. Das geht natürlich auch. So. Und zwei Hydraulikpressen. Ich denke, das ist gut. Ich denke, das ist gut. Zimmermannstisch. An diesem Tisch können sich die besonders begabten Gefangenen austoben und versuchen, etwas Wertvolles zu schreinern. Okay. Ist das auch für den Pausenraum? Ladenfassade. Okay, Zimmermannstisch. Okay, kann ich den hier einfach mit reinbauen? Den kann ich auch nicht drehen. Ich baue mal einfach zwei hier mit rein. Ich denke, das ist in Ordnung. Automatisches Speichern. So. 18 Gefangene sind ohne Grund eingeschlossen. Ich glaube nicht, dass es ohne Grund ist. Ich glaube, das sind die Isolationsleute, ne? Außerdem ist momentan Schlafenszeit. Ach, hier habe ich. Die Zelle ist auch noch nicht zugewiesen. Immer die kopierten wahrscheinlich.
Ja, ich denke, das ist okay so. So, was wollen wir denn als nächstes machen? Ich gucke nochmal in die Subventionen. Aufgaben. Einlieferung? Nein. Ja, ich hab's gleich. Moment. Regelwerk. Subvention. Gefängnisproduktion. Produziere 30 Nummernschilder. Okay. Ja gut, die kurzfristige Investition läuft noch. Was haben wir denn als nächstes? Helmblock B. Es ist Zeitgefängnis stärker zu expandieren. Erhöhe deine Kapazität auf 50. 50? 49 haben wir momentan. Das ist doch ein Witz. Ja, ich würde sagen, klonen. Boah, das finde ich echt super, dass das geht. Aber da fehlt die Wand links. Nein. Blockiert. Was? Durch was denn? Ziehen. Passt das so? Geht nicht. Blockiert. Jetzt hat das einmal so wunderbar funktioniert. Ach, ich muss dafür, glaube ich, vorher. Ja, natürlich. Dafür vorher einmal. Das wirkt so schmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Eine optische Täuschung, würde ich sagen. So, zack. Bitte einmal das ganze Gebiet. Und auch dort kommt wieder eine Gefängnistür rein. Zack. Na gut, sollen sie das erstmal fertig machen? Beziehungsweise sollen sie das erstmal fertig machen? Wo laufen die jetzt hin? Sind schon wieder alle Wachen unterwegs. Das heißt, ich stelle jetzt einfach noch mal drei ein. So. Die haben alle was zu tun. Duschen ist gerade angesagt. Und es kommen die neuen Gefangenen. Dun, dun, dun. Acht, 16, 24. Ich habe gar nicht genug Plätze für die. Können die auch im Stehen essen? Aber eigentlich sind ja nie alle Plätze belegt. Die neuen sind da. Freizeit. Los geht's. Ich mache das ganz gerne bei solchen Spielen, dass ich manchmal einfach nur da sitze und das beobachte, was da gerade passiert. Also die werden hier gerade alle erstmal gefilzt. Weil die halt gerade frisch ankommen und erstmal was reinschmuggeln wollen. Das geht natürlich gar nicht.
Es sind zu viele. Ich würde gerade noch mehr Wachen einstellen. Dann kommen auf zwei Gefangene, dann kommt eine Wache. Ich weiß nicht, ob das total, vielleicht ist das total übertrieben. Sogar sehr vermutlich. So, klonen. Jetzt müsste das gehen. Ich mache nochmal so. So. Dann kann ich das ja einfach hier drüben wieder reinsetzen. Perfekt. Haben wir so viel Geld, dass wir das komplett fertig machen können? 4000. Das sieht gut aus. 2000. So, dann brauchen wir noch die Versorgung. Da brauchen wir wieder Wasser. Das können wir eigentlich wie beim ersten hier gleich auf der Seite bauen. Dann haben wir nämlich die Toiletten alle schon versorgt. Genau. Da kommt dann noch das kleine Rohr. Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Doch, so richtig. Hä? Verwirrung. Verwirrung beim Automatismus. So. Und dann kommt hier wieder Duschraumpower. Ja, dann wird er hier wieder durcheinander kommen, aber ist halt dann so. Passt schon. So, da sind sie fleißig am Werkeln. Die Anzahl der aktuell inhaftierten Gefangenen, die maximale Kapazität eines Gefängnisses. Aktuell Inhaftierte, 47. Maximal mögliche, 55. One prisoner are unable to be assigned a cell. This? Gut. Einrichtung. Hier hätte ich gerne irgendwie noch zwei Lampen oder so. Das sieht ja doch sonst sehr karg aus. So, hier haben die noch keinen Strom. Warum? Kabel. Ach, das ist der Metalldetektor, sollte aber auf jeden Fall, sollte aber trotzdem gehen. Ach, habe ich hier Wasser gelegt anstatt Strom? Das war ja sehr schlau. Abreißen. Aufgabe in Bearbeitung. Na gut. Eigentlich brauche ich hier auch keine dicken Rohre. Ach, das ist der Strom. Okay, dann brauche ich doch die Probe. Ich bin
Fällt mir schon gar nicht auf. Na gut, ich hoffe, das funktioniert jetzt irgendwie. Keine Ahnung. Alter, jetzt sind hier aber doch einige unterwegs. Alle auf dem Hof. Da passiert auf dem Hof gar nichts. Was soll mir das sagen? Okay, gut. Dann haben wir noch viel mehr Zellen als vorher. Das heißt, wir können auch wieder neue aufnehmen. Aber die sind momentan immer noch so angepisst. Ich glaube, es wird mal Zeit für Isolationszellen. Ich glaube, ich mache hier einfach einen Block Isolationszellen dazwischen. Oder? Ist das eine gute Idee? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte natürlich auch noch einen Block so Zellen machen. Ziegel. Also das hier sind insgesamt 11. Dann habe ich hier 10. Also das wäre noch ein Zellenblock. Dann hätten wir einfach hier 4. Ich glaube, 4 ist gut. Hier kommt eine Gefängnistür rein. Ach so, da kann ich. Ja, nee, das ist eine normale Gefängnistür, ist eigentlich in Ordnung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, da kommt die hin. Und dann würde ich hier Isolationszellen hinbauen. Dafür würde ich ganz gerne diesen Bereich hier noch planieren. Jetzt bauen wir natürlich erst das hier oben. Ja, aber ist in Ordnung. Wir haben ja Zeit. So, und schon kommen wir nur 2200. Gefangene sind ohne Grund eingeschlossen. Kann ich das hier irgendwie? Hm. So muss das. Aber ich würde sagen, es wird mal wieder Zeit für ein Päuschen. Ein Päuschen, Päuschen, Päuschen. Also, was haben wir in dieser Aufnahme gemacht? Ich weiß es gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Die Werkstatt haben wir gebaut. Wo momentan keiner ist. Das ist ja auch sehr schlau. Ich stationiere da mal ein. Außerdem. Logistisch. Außerdem stelle ich hier Arbeiter ein. Alles, was geht. Da haben die was zu tun. Ich glaube, das ist in Ordnung. Boah, da liegt voll viel Holz. Okay, ich glaube, der Tisch war nicht ausreichend. Habe ich so den Eindruck? Ich bin mir nicht sicher. Na gut, der Abschnitt. Ja, na toll. Ich demontiere das mal eben noch hier. So. Dann hätte ich da gerne eine Ziegelwand. Gut. Dann haben wir das noch gemacht. Also, wir haben wieder einiges gemacht. Wir haben mittlerweile fast 50 Gefangene. Ich finde, das ist schon eine ganze Menge. Und ja, wir haben unseren Zellenblock auf jeden Fall erweitert. Der ist auch gerade fertig geworden. Sehr cool. Und wie gesagt, das fände ich cool, wenn das noch ein vierter Zellenblock werden würde. Und hier zwischen mache ich dann einfach die Isolationszellen, wo dann die bösen Bubis reinkommen, wenn die sich prügeln oder was klauen oder Dinge besitzen, die sie nicht haben sollten.
Ja, wir haben Leute eingestellt in der Werkstatt. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Und ich drücke auf Pause und ich bedanke mich, dass ihr vorbeigeschaut habt und freue mich, noch eine Runde weiter zocken zu können. Ja. Damit ich für nächste Woche meine Aufnahmen voll habe. Und ich bin gespannt, was ich jetzt noch basteln werde. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.